Moin Moin, willkommen zurück hier zu Evil Within 2. Ich befinde mich noch im Unterschlupf und muss jetzt zum nördlichen Unterschlupf. Das Ganze machen wir jetzt auch mal. Es ist aber gar nicht so einfach, denn viele grauselige Gestalten sind da draußen. Und wir müssen mal schauen, ob wir uns da irgendwie vorbei sneaken können, ne? So. Müssen mal gucken, weil es sind ja wirklich viele neue Gegner aufgetaucht. Wir gucken mal kurz wegen der Waffen. Ist nachgeladen. Jetzt haben wir nichts für, okay. Das Problem ist natürlich, dass ich kaum Munition, nichts habe. Das heißt, wir müssen wirklich viel schleichen heute. Wir versuchen so wenig wie möglich zu schießen, damit wir ein bisschen Munition sammeln können, weil ich glaube, wird irgendwann nochmal ein paar neue Gegnertypen kommen, vielleicht auch so kleine Bosse. Und ich glaube, das wird alles so ein bisschen viel sein sonst für uns. So. Kann ich da in die Kirche rein? Habe ich noch gar nicht getestet, ne? Versuchen wir mal. Also wir müssen hier hin. Warte mal, kurz die Karte gucken. Hier hoch müssen wir. Natürlich ein ganz gutes Stückchen. Aber es sollte machbar sein, oder? Ich denke schon. So. Oh. Bitte vergib mir meine Sünden. Bitte vergib mir meine Sünden. Bitte. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Oh Herr, bitte. Ich weiß, ich habe gesündigt, aber nicht das. Bitte vergib mir meine Sünden. Vergib mir. Oh Herr, bitte. Bitte vergib mir, was ich getan habe. Hallo? Bitte vergib mir. Alles in Ordnung? Vergib mir. Oh nein. Das war nicht geplant, ne? Er wird doch ein Monster sein, oder? Ach du Scheiße. So viel zum Thema Munition sparen. Oh, bitte nein. Ich habe gerade so viel Munition. Es ist viel, aber ich habe gerade ein bisschen Munition. Es wäre mal ganz schön, wenn ich das behalten könnte. Aber ich glaube, daraus wird nichts. Oh Mann! Ein widerlicher Bastard. Warte mal, müssen wir schon was Härteres haben. Das ärgert mich jetzt wieder. Was Blödes. Na gut. Ein bisschen davon. Ein bisschen Schießpulver. Da ist auch noch irgendwas. Okay, also gar nicht so wenig Schießpulver. Daraus können wir auf jeden Fall Munition schmieden. Was natürlich sehr gut ist für uns. Aber, huch, hier ist noch was. Trotzdem ärgert mich das natürlich ein bisschen. Guck mal, der bobbelt immer noch. Ist der gar nicht tot? Aber ich glaube doch, der ist tot, ne? So ein Pflänzchen, das nehmen wir mit. Was ist denn mit hier? Oh, hier. Der Pater hat sich definitiv gewehrt. Warte mal kurz, wir können auf jeden Fall ein bisschen Leben geben, kurz uns. Können wir das nämlich auch noch einsammeln hier? Viel mehr kann man hier aber nicht machen, ne? Schade, schade, schade. Aber schon. Schon fiese gewesen hier. Nun gut. Ich gucke noch, ob hier noch mehr rumliegt, aber es liegt hier anscheinend nichts mehr. Können wir hier rausklettern? Okay, hier hätten wir auch so hinkommen können.
Und was da drüben? Können wir da vielleicht irgendwas anderes, einen anderen Bereich erreichen? Ne, wahrscheinlich nicht, ne? Ne? Da liegt aber noch was. Ist das nur eine Flasche? Oder ist das was Richtiges? Nur eine Flasche, okay. So, jetzt versuchen wir uns mal dahin zu sneaken zu unseren... Ach, guck mal, haben wir echt 4 Schuss weggeballert, ne? Ich meine, den Pastor haben wir ganz gut weggeballert mit einem Schuss, aber der Rest. Ja. Flaschen kann man ja nie genug haben anscheinend. Hier waren wir ja schon mal, das war ja da, wo der Polizist drin war. Gucken wir mal ganz kurz. Also es ist schon ein ganz schönes Stück hier noch. Also. Aber wir können uns echt, wir können auch nur dahin schleichen, weil sonst. Treffen wir, glaube ich, viel zu viele Gegner. Ein bisschen gehen können wir auch, aber. Und da ist auch noch was im Auto. Ich weiß nur nicht, ob es irgendwelche Leute anlockt. Kann man sehen, da hinten schaut ja, haut ja auch schon wieder jemand in die Tür. Wir gucken hier beim Auto, ob wir das aufmachen können, ohne dass wir jemanden großartig Alarm machen hier. Scheint niemanden so richtig zu stören. Wir untersuchen mal, während wir da hochgehen zum Punkt. Gucken wir uns das Ganze mal an hier. Können wir nicht rein? Okay, ich teste mal so ein bisschen, ob die dann auch tot sind. Eigentlich müssen wir noch mal eine Axt haben, weil mit der Axt können wir die mit einem Schlag ja tothauen. Das ist zumindest beim letzten Mal aufgefallen. Keine Ahnung, ob es überhaupt... auch hiermit möglich ist, also mit dem Messer, das weiß ich gar nicht. Ihn da hinten könnte man natürlich ein bisschen killen, das ist ein leichter Kill eigentlich. Ist nur die Frage, ob es wirklich ein leichter Kill ist oder ob hier irgendwo, guck mal, da drüben sind auch welche. Also es ist nicht gerade so, dass hier wenig los ist, ne? Guck mal, er da. Da sind ein paar mehr, würde ich sagen. Also da sollten wir vielleicht nicht längs gehen. Gucken, wo wir hinten rumgehen können, ohne dass wir gleich umgebracht werden. Testen wir mal. Versuchen so wenig Feindkontakt wie möglich. Aber trotzdem müssen wir natürlich ein paar killen. Da ist auch irgendwas. Hier ist zumindest schon mal eine Axt, die können wir nehmen. Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist wirklich, man muss hier echt, man schleicht sich hier durch und das ist echt nervig und gruselig. Guck mal, wie viele Leute da hinten sind. Also ich meine ganz im Ernst. Und da oben sind auch welche, die metzeln gerade rum. Ist halt die Frage, ob man hier rein kann irgendwie. Anscheinend nicht. Kann man da die Treppe hochgehen? Ohne gesehen zu werden? Vielleicht, ne? Okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Viel zu viele Gegner hier. Was ist denn das da? Was ist denn das Band hier? Was ist das? Was soll das sein hier? Ist das ein Fehler oder kann man einfach durchgehen? Da hat jemand ein Foto gemacht von mir. Oh. Okay.
Oh, Mist. Oh, was ist denn los mit der Tante? Wie kann ich die nicht abschießen? Es ist doch nicht euer Ernst. Was ist denn da los mit der Tante? Wie konnte ich die denn nicht killen? Jetzt haben wir auch die ganze Munition verballert da und alles, ne? Ist auch ein bisschen ärgerlich. Okay, jetzt kann ich hier wieder anfangen. Das ist ja nicht verkehrt, aber trotzdem ist es ein bisschen blöde gerade. Wir sammeln das mal ein hier. Weil jetzt hat man ja wirklich... Ah, das ärgert mich jetzt wirklich, das ärgert mich total gerade. Bin ich auch ein bisschen sauer. Na gut, aber hier unten ist noch eine... Ach, guck mal, haben wir gar nicht gesehen, die können wir gleich mitnehmen. Haben wir nochmal einen Schlüssel für die Särge. Haben wir gerade eben... Der Pater hat sich definitiv gewehrt. Ja, das hat er. Aber wir wollen den Schlüssel unten haben. Genau. Der ist ganz gut für die Gruft, beziehungsweise nicht für die Gruft, sondern für's, naja, bei der Tante da, die Toten bewacht. Beziehungsweise wo wir uns upgraden können. So, jetzt gehen wir nochmal hier längs. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, was wir machen. Weil das war ja jetzt gerade recht blöd. Also ist da oben, der hat ein Foto gemacht und dann kommt die Tante und ich glaube, da gehen wir jetzt nicht nochmal hoch. Muss jetzt nicht nochmal gekillt werden da, das ist auch Quatsch. So. War jetzt ja Gott sei Dank nicht so weit weg, ne? Da oben können wir uns auf jeden Fall die Axt nochmal holen. Und dann schleichen wir uns weiter. Ja, würde mich natürlich interessieren, ob das da oben irgendwas wahnsinnig Cooles gibt, was wir bekommen können, aber ich glaube eigentlich nicht. So. Na, guck mal, da ist auch schon wieder einer, der da unten sitzt. Sich da an irgendwelchen Leuten labt. Und wir gehen einfach hier längs. Sagen wir, gehen hier unten längs, ne? Da sind das viele Gegner da. Ganze Gegnerhorden, ey. Ich glaube, ohne einen Kampf werden wir wahrscheinlich auch nicht hinkommen, wo wir hinwollen. Und es lohnt sich ja auch zu kämpfen. Man kriegt ja meistens irgendwelche Sachen. Trotzdem, es ist auch so ein bisschen. Wie ist das Ganze? Aus. Können wir hier ins Haus rein? Das können wir anscheinend. Waren wir, glaube ich, schon mal drin? Ich weiß es nicht mehr. Ach doch, hier waren wir. Stimmt. Können wir natürlich nochmal was anhören. Aber müssen wir eigentlich gar nicht. Können wir direkt wieder rausgehen. Und lieber hinten rum ums Haus als vorne rum. Da geht's nicht durch. Aber hier geht's längs, ne? Wenn man überlegt, es sind nur 100 Meter, ne? Ist ja eigentlich nicht weit. Aber wenn man weiß, was hier alles so rumkreucht und fleucht. Da hinten geht auch noch so ein Riesentyp, da seht ihr den? Wenn wir uns den vorbeischleichen können. Killen wollte ich den jetzt nicht. Also könnte ich, aber ich habe zu viel Munition, die irgendwie... Leider müssen wir genau dahin zu dem. Ist nur die Frage, ob die Tür jetzt auf ist da, weil vorher war die zu, als man da war. Ob die jetzt aufgemacht wurde, werden wir gleich herausfinden. Da ist jemand in Schwierigkeiten. Diese Dinger bringen sie um, wenn ich nichts tue. Ja, es kann gut sein, aber ich weiß nicht, ob ich sie retten soll oder nicht. Im Endeffekt ist mir das egal, weil das kostet einfach so viel Munition. Und der schreit rum und wird die anderen alle wecken, die da liegen. Das ist auch noch zu, das Ding, ne? Also ich glaube, kann ich da wahrscheinlich nur reinkommen, wenn ich den kill. Glaube ich. Ja, scheiße. Wir gehen einmal ins Haus rum und gucken mal, ob wir den... Habe ich nicht so viel Bock, den zu killen, weil ich ja auch kaum Munition habe. Das ist so blöd.
hier links kommen irgendwie? Wir gehen einmal komplett rum und schauen mal, ob wir von der anderen Seite irgendwas finden. Aber so wie es aussieht, müssen wir die killen. Obwohl, hier ist ein Loch, ne? Komm mal reingehen. Oh, vielleicht haben wir Glück. Hier gibt es noch ein bisschen was für uns. Hoch. Und hier. Nichts, da drüben ist natürlich noch mehr. Da können wir natürlich rüberklettern. Wollen wir ja aber gar nicht. Können wir hier irgendwie rumkommen dahin? Ne, wahrscheinlich nicht, ne? Ne. Na gut, dann klettern wir mal doch hier rüber. Okay, warte mal. Wir haben ja, gucken, wie viel Munition wir machen können. Also wir haben ja ein bisschen was gesammelt, das ist nicht viel. Aber vielleicht können wir noch mal einen Sniper-Schuss können wir machen. Wir machen mal einen Sniper dazu. Ist nicht viel. Vielleicht könnten wir uns an den ranschleichen da. Den von hinten einmal ankillen, sozusagen, und dann ihn komplett fertig machen. Hoffe ich. Jetzt klappt das auch nicht. Er ist da, hinten kommt er wieder angedackelt. Warte, bis er sich hier umdreht. Ich finde den sau eklig. Da geht er schon wieder. Aber wie kommen wir da sonst rein, ne? Hier liegen überall Leute rum, wie man sieht. Und ihr, euch ist schon klar, wenn wir den killen, dann werden die auch auftauchen hier. So viele Leute. Ich muss das wohl mit irgendeinem Gerät öffnen. Vielleicht mit einer dieser Waffen, die O'Neill erwähnt hat. Was für Waffen denn? Warte mal, nur kurz mal gucken. Hat er da irgendwas erwähnt? Ja, aber wir können das ja nur öffnen mit dieser Armbrust. Diese Arm muss man erzeugen, eigentlich schon. Du kannst damit auch. Aber ich habe ja keine Armbrust. Wo kriege ich denn diese Armbrust her? Shit. Haben wir irgendwie herausgefunden, wo wir das herbekommen können? Nee, ne? Shit. Das ist jetzt blöd. Ich weiß nämlich nicht, wo wir diese Armbrust finden können. Den Unterschlupf haben wir jetzt gefunden, aber wir können da nicht rein. Wir müssen ihn trotzdem von hinten killen einmal. Mein Gott. Okay. Versucht ihn mal zu killen und wenn das alles nicht klappt, dann haben wir halt Pech gehabt und dann sterben wir und dann. Wir testen es trotzdem mal. Warte.
Oh nein, das hat voll daneben geschossen. Oh, scheiße. Lauf, 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 lauf! Oh, fuck, ey. Das sind auch viel zu viele Gegner. Ah, viel zu viele Gegner. Viel zu viele Gegner. Okay, fangen wir ganz hier hinten an. Ein bisschen blödes, aber naja. Zumindest haben wir unsere Munition wieder. Halt. Genau. So, wir laufen da nochmal hin, aber ich mache einen kleinen Schnitt. Das müsst ihr nicht alles mal sehen. Also, bis gleich. So, ich bin gar nicht so weit gelaufen. Wie ihr seht, stehe ich immer noch bei der Kirche. Ich habe bloß mal auf die Karte geguckt. Und wenn ich auf der Karte gucke, dann haben wir noch diese Punkte, die wir erforschen können. Und dachte mir so, na, machen wir das mal. Und jetzt ist mir aufgefallen, wieso haben wir denn diesen Punkt hier unten überhaupt? Weil wenn ich auf Mission gehe, dann sehe ich die Abtrünnigen. Das haben wir alles gemacht. Hier bei Kapitel 4 haben wir auch nichts anderes, ne? Für den Eingang haben wir. Aber wenn ich, wenn ich auf die Karte schaue, dann habe ich hier unten Hütearmbrust, da, Mobius-Transporter. Also, wenn das mal nicht die Armbrust ist, wohin sollen, dann gehen wir direkt dahin. Das ist ja Quatsch, dass ich hier oben rumlaufe. Lass uns die doch holen. Ja, ein bisschen dumm von mir. Ich habe da einfach mal auf die Karte gucken sollen. Wahrscheinlich hat er mir die markiert vorher und ich habe den O'Neill nicht so richtig zugehört, wie immer. Na gut, aber jetzt wissen wir ja, wo die ist, anscheinend. Dann gehen wir auf dahin und holen die. Also, wird wahrscheinlich nicht einfach sein. Die wird wahrscheinlich wieder irgendwie komplett dämlich irgendwie rumliegen und so. Aber es kann uns ja egal sein. Wir machen es trotzdem. Oh, guck mal hier. Hier ist noch so eine Statue. So richtig weit weg ist die ja nicht, anscheinend. Aber es, na okay, da stehen auch ein paar Gegner. Wir müssen uns ein bisschen aufpassen. Dann lassen wir hier links gehen. Und dann schleichen wir uns da irgendwie hin. Können wir uns da vorbeisneaken an die Leute? Ich weiß es nicht. Tatsächlich waren wir hier schon mal. Sind wir da einfach vorbeigerannt an dieser blöden... Kann das sein? Ah, guck mal. Wäre mal ganz gut, mal so ein bisschen runter zu gehen und zu gucken. Schießpulver. Ich weiß nicht, ob die uns das sehen können oder ob wir einfach da... Kann ich hier durchgehen? Nee. Also wir müssen nur da vorne hin. Da ist ja eigentlich nur eine Tante, ne? Die darf uns natürlich nicht sehen. Das darf uns natürlich keiner sehen. Aber eigentlich können wir uns doch locker da vorbeischleichen, oder? Wenn der jetzt sich dreht da und ein bisschen weggeht, dann müsste die noch hier rüberkommen, ohne dass uns sieht. Und sie da hinten vielleicht auch, wenn sie nicht direkt auf uns zugerannt kommt? Ach, guck mal hier. Schon ewig her, dass ich so eine hatte. Oh, geil. Die haben wir also. Das war jetzt nicht so schwierig eigentlich, ne? Und da liegen sogar noch ein paar Bolzen, wir sehen. Was steht denn da? Halten, zielen, spannen, loslassen, schießen. Okay, das ist nicht so schwer. Bolzentyp wechseln, können wir auch. Schockbolzen. Ah, okay. Warum muss denn nur jetzt jemand kommen? Okay, Harpunenbolzen und noch ein Harpunenbolzen. Jetzt sind sie natürlich alle da. Was ja gut für uns ist, ne? Können wir einmal außen rumgehen, oder? Okay, ich würde sagen, wir laufen jetzt einfach mal. Oh. Oh. Ja, dann schnell reinlaufen.
Okay, wisst ihr, was wir machen? Wir gehen jetzt schnell hier zur Uni rein. Und haben wir auch eine Werkbank hier und alles. Und dann lass uns mal hier mit ihnen reden, brauchen wir nicht. Speichern können wir auch gleich. Lass uns einmal nochmal die Schlüssel abgeben, kurz. Ich weiß, das ist ein bisschen blöd, aber wir geben die Schlüssel kurz ab und gucken, ob wir nicht irgendwas verstärken können. Vielleicht auch noch. Und wenn wir bei ihr sind nämlich, dann kriegen wir auf jeden Fall... Den können wir auf jeden Fall uns verstärken und wir können auch diese Schlüssel nutzen. Vielleicht kriegen wir noch ein bisschen Munition. Mal sehen. Wir haben ja Glück. Wir haben ja zwei Schlüssel. Das machen wir jetzt auch noch schnell. So viel Zeit muss sein. Keine Sorge, Detective. Tut kein bisschen weh. Gehen wir einmal hier reingehen. Ein paar Fehler können wir auch machen. Machen wir das auf hier. Yes, dankeschön. Das. Okay. Wir haben auch gut gebrauchen. Schießpulver plus 30. Wie gut ist das denn? So, wir können auch hier was machen vielleicht noch. Mal sehen. Athletik vielleicht ein bisschen verstärken. Steigert die maximale Ausdauer ein bisschen höher. Regenerative Ausdauer beschleunigt sich um... Oh, das kostet aber richtig viel. Chance, den Angriff automatisch auszuweichen, der dich verletzt hätte. Funktioniert nicht bei allen Angriffen. Okay. Was hatten wir noch? Gesundheit kann man auch ein bisschen höher setzen, ne? Okay, kostet ein bisschen viel. Wenn der Angriff so viel Schaden zufügt, dass du sterben würdest, beißt du die Zähne zusammen und bleibst stattdessen am Leben. Erhöht die Menge der geringen Gesundheit bei der Heilung kurz vor dem Tod. Hm. Kampf. List. List ist ja auch nicht schlecht, ne? Was ist das denn hier eigentlich? Das machen wir mal. Ist gar nicht so schlecht, dass wenn wir angegriffen werden, dass wir uns da wieder raus lösen können. Finde ich ganz cool. Gut. Und raus hier. So, das haben wir auch gemacht. Jetzt speichern wir gleich nochmal bei O'Neill. Können auch die Werkbank nochmal benutzen. Hier, wenn wir ihn da benutzen, aber bei ihm ist ja auch egal. Machen wir mal hier. Waffenverbesserung. Mann. Also heute habe ich das mit dem Niesen hier. Die Ladezeiten erhöhen. Warte mal, gucken, was es noch gibt. Reichweite. Das ist natürlich nicht schlecht. Harpunenbolzen. Erhöht den Schaden. Schockbolzen. Der Effekt greift auf mehr Gegner und größere Entfernungen über. Also lass mal gucken, der Harpunenbolzen, ein bisschen mehr Schaden. Warum nicht? Und hier machen wir beim Schockbolzen machen wir es auch, dass er auf 2 übergreift. So, ein bisschen verstärkt das Ding. Achso, warte, wir wollen noch Munition herstellen. So, jetzt sehen wir hier, wir können echt viele Sachen herstellen. Aber eigentlich Harpunenbolzen können wir hier draus stellen, aus diesen Rohren. Brauchen wir die Rohre für irgendwas anderes noch? Nee, eigentlich nicht, ne? Gut, dann machen wir hier raus noch welche. 2 Stück. Perfekt. Schockbolzen, na, da brauchen wir das gleiche wie da. Pass auf, machen wir erstmal. Hier machen wir auf jeden Fall ein bisschen Munition draus. 5 Stück. Hier müssen wir auch ein bisschen Munition machen. Machen wir alles, los, komm. Was soll's. Perfekt. Jetzt haben wir jedenfalls ein bisschen Munition, speichern gleich auch nochmal ab. Und das sollte uns doch helfen, da ein bisschen durchzuhalten mal. Ich will natürlich nicht verballern, die Munition, aber man fühlt sich doch wesentlich sicherer, wenn man ein bisschen Munition hat. So, jetzt gehen wir mal zu O'Neill und erschrecken ihn kurz. Indem wir so machen. Hallöchen! So, O'Neillchen. Sollen wir speichern? Ja, schreib ruhig. Gut. Jetzt können wir mal rausgehen. Hey, Dorkicker, ey, ganz cooler Typ. Ich hoffe nicht, dass die Monster noch hier sind, aber ich glaube nicht, ne? Ne, hab ich mir schon gedacht. So, jetzt können wir aber erstmal nachladen. Machen alle Waffen voll hier. Gut.
Was machen wir hier rein? Elektrobolzen? Das passt schon. Okay, dann lass uns mal los jetzt zu dem bekannten Ziel, denn jetzt können wir auch direkt hier hoch. Dahin, da waren wir natürlich schon fast. Und dann müssen wir dann nochmal hin sneaken. Kriegen wir, glaube ich, hin. Aber besser geht's auch nicht. Jetzt haben wir endlich ein bisschen Munition, ein bisschen davon, ein bisschen hiervon. Und dann lohnt sich das auch endlich wieder. Fühlt man sich auch nicht ganz so planlos, wenn man hier durch die Gegend läuft. Ein Leichenhaufen. Diese Dinge häufen hier Leichen auf. Aber warum? Oh, ein kleines Festmahl für die vielleicht. Oh. Ah. Okay, schon wieder ein bisschen Munition verschwendet, aber... Da müssen wir wohl durch. Geil, mit der Flasche, das ist natürlich ziemlich cool, dass er die Flasche benutzt, um den nochmal auf den Kopf zu hauen. Das ist natürlich sehr cool für uns. Also muss man einfach sagen, besser geht's ja nicht. So, guck mal, die Axt haben wir noch gar nicht, deswegen war es auch dumm von mir zuzuhauen. Die kriegen wir erst da oben gleich, ne? Ich habe gedacht, ich habe die schon, aber wir sind ja nochmal von vorne angefangen. Deswegen haben wir die natürlich nicht. Jetzt holen wir uns die aber. Hier sind ein paar Geräusche, die schleichen wir mal lieber vorbei. So, aber die Axt brauchen wir auf jeden Fall. Und dann können wir schon den einen oder anderen mit killen, wenn der auf dem Boden liegt. Muss ich aufpassen, wenn wir nicht erwischt werden hier. Aber eigentlich sehen die uns hier, glaube ich, nicht. Auch der Typ, der da so rennt, der rennt ja bis zur Tür da hinten. Dann wartet er. Ah, guck mal. Ich glaube, da kommen wir ganz locker vorbei wieder, wie beim letzten Mal. Ja, das ist so blöde. Man würde natürlich gerne viel mehr laufen, aber das ist natürlich schwierig zu laufen, wenn da diese ganzen Leute sind. Also wir schleichen uns wieder dran, so wie gerade eben machen wir es. Genau das gleiche machen wir gerade eben. Wir schleichen uns wieder daran. Ja, und versuchen den irgendwie von der... von der anderen Seite schießen wir dann mit dem Bolzen gegen dieses Elektrotor gegen. Und dann können wir irgendwas aufmachen. Da ist jemand in Schwierigkeiten. Ja, geh doch hin und hilf, wenn du willst. Diese geht aber nicht, weil ich dich steuere. Ja, dann bringen sie die um. Also ganz ehrlich, ich glaube, ich weiß nicht, ob das was bringt, die zu retten. Kann gut sein, aber ich mache es jetzt nicht. Denn ich will jetzt erstmal eine Mission fertig haben. Es ist aber auch ein hässliches Ding, oder? Also hübsch ist was anderes. Muss man einfach mal sagen. Wenn der sich jetzt umdreht... So viele Leichen hier liegen. Ich habe Angst, da irgendwie was zu machen. Aber wir gehen einfach wieder hinten rum einmal. Können wir vielleicht noch was von den Kisten einsammeln, die hier liegen. Und dann schießen wir dagegen. Und ich hoffe, dass wir einfach ganz schnell reinkommen, ohne gleich wieder hier zu sterben. Das wäre auf jeden Fall super. Wir können direkt hier reingehen wieder. Irgendwas. Ist nix. Warte mal hier auf. Ja, noch mal ein paar Teilchen. Weiß ich, Schießpulver. Das ist, was man so braucht, ne? So, wir schleichen mal wieder hier rum.
Ich weiß, das Ding ist auch echt grottenhässlich, muss man einfach mal sagen. Schnell, bevor sie umdreht. Jetzt warte mal schnell, ob sie das Ding wechseln. Ist das euer Ernst? Oh, warte. Wow, okay. Ich sollte Kidman sagen, was hier läuft. Gut, die sind wir losgeworden zumindest. Kidman, kannst du mich hören? Laut und deutlich. Was hast du für mich? Die gute Nachricht. Ich habe O'Neill gefunden und er konnte mir Hinweise auf Lily geben. Großartig. Die schlechte Nachricht. Union fällt buchstäblich auseinander und ist größtenteils von Leichen und Monstern bewohnt. Und dieser Psycho, den ich erwähnte, der mit den Kräften, die er nicht besitzen sollte? Er hat Lily. Ich bin auf dem Weg zum Mark, von dem du mir nicht erzählt hast, um zu ihm vorzustoßen. Tut mir leid, dass wir vorher keine Zeit für ein Briefing hatten. Aber wir dachten nicht, dass es so schlimm wäre. Hier ist es genauso schlimm wie in Beacon. Nein, schlimmer. In Beacon steckte meine Tochter nicht fest. Okay. Beruhig dich. Vielleicht kann ich helfen. Hast du irgendwelche Infos über diese Person? Männlich, etwa 1,77 Meter, schwarze Haare. Hält sich für so eine Art Künstler. Das ist nicht wirklich viel. Das weiß ich auch. Ich bin unterwegs zum Rathaus. Melde mich später. Sehr gut. So, hier ein paar Teile drin oder was? Na komm, hau. Jawohl, brauchen wir nicht wirklich nutzen, ne? Schon Quatsch. So, hier Schießpulver. Ist noch mehr, was hier liegt, was man mitnehmen könnte? Ne, aber da liegt noch was, ne? Bericht, Anwerbung im Muse Center. Die Anzahl der Bewerber über die Muse Center hat die der medizinischen Tests überstiegen. Die Registrierung der Muse Center ist von aller Steuer befreit. Diese Einrichtung hat den Umsatz gesteigert. Und gesteigert, den wir für neue Erweiterungen eingesetzt haben, um viele neue Rekruten unterzubringen. Mr. Wallace Nutzung der neurolinguistischen Programmierung erschafft Rekruten, die mental deutlich formbarer und stabiler sind als bisherige STEM-Kandidaten. Moves an der Rekruten sind darüber hinaus bereit, familiäre Bindungen zu kappen, was den Druck auf Morbius Operatives mindert, die bei Vollzugsbehörden arbeiten. Die lästigen Vermisstenberichte werden nicht mehr notwendig sein. Ich empfehle daher, die Anwerbung über Moose Center zu Morbius Standardprozedur zu machen, um neue Einwohner zu erhalten. Sie war ein durchschlagender Erfolg. Ja, das ist ja schön. Rauchbolzen. Ein Rauch und setzt um die Einschlagstelle herum eine Rauchwolke frei. Manchmal ist ein heimliches Vorgehen eine bessere als eine Kopfnikation. Wenn Gegner dich nicht sehen können, ist es einfacher zu entkommen. Ah, das ist natürlich cool. Kann man gut nutzen, glaube ich. So, ein Käffchen hier. So ein Käffchen pusht mich hoch einfach, ne? Das ist einfach so. Ja, das schmeckt gut, ne? Gut. Genau, da ist der Computer. Hier können wir speichern. Speichern wir erstmal. Und dann schauen wir mal, wie wir zum Rathaus kommen hier drüber, oder? Würde mich ja interessieren. Das ist also der Computer, von dem O'Neill gesprochen hat. Probieren wir das Passwort. Na, aber auch nicht laufen. Das lädt ja nur oben. Dann scheint das schon wieder alles. Dann baut sich die Umgebung wieder auf. Das ist echt ganz cool gemacht mit der Umgebung, wie sie sich wieder aufbaut. Okay, hier können wir ein paar Sachen sammeln. Da geht's eine Tür raus. Was hier nochmal?
Bisschen Munition. Bisschen Waffenteile. Oh, schon nicht schlecht. Okay. Gucken wir mal, was uns hier erwartet. So, ich glaube, bevor wir weitermachen, gucken wir lieber beim nächsten Mal, was uns hier erwartet, denn ich sehe schon, es ist schon wieder Zeit aufzuhören. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss.